So, liebe Zuseher, wir sind wieder zurück im Programm bei VolksTV, heute Nachmittag bei Volksinteraktiv. Und jetzt ist ein Herr bei mir, den kennt man, den liebt man und der ist auch gleich in der Reihe. Servus, André. Schon lange nicht mehr gesehen. Ist schon eine Zeit her, gell? Schon eine Zeit her. Eine Woche, oder? Aber André, jetzt muss ich dir mal was fragen. Wir sind ja eigentlich immer nur die Übermittler von unserem Quiz, von den Gewinnfragen, von den Aufgaben. Ich würde mal fragen, was macht der André Dossi eigentlich so privat, wenn er nicht im Quizstudio steht? Also mich sprechen viele Leute an, sagen sie immer, du mit deinem Kärntner Freund, was ihr immer für einen Blödsinn macht. Aber was machst du eigentlich privat für alle unsere Zuseher, die das nicht wissen? Jetzt kommt drauf an, willst du jetzt ganz privat hören? Nein, oder? Nicht ganz privat, sondern wird das seriöse Privat. Seriöse Privat. Ja, es ist bei meiner privaten Art zurzeit nichts. Also ich bin ja eigentlich Sänger. Ich bin eigentlich Berufsmusiker. Klingt jetzt blöd, gell, wenn ich sage, immer folgst du von nebenbei, weil ich bin ja fast schon jeden Tag da. Stimmt, ja. Aber es ist halt jetzt zur Zeit ein bisschen ruhiger und deswegen bin ich halt da. Und ja, nebenbei mache ich Musik. Also so wie du eigentlich auch. Wir sind ja in der gleichen Phase. Gleich, also ja. Bist bei VolksTV sehr viel im Geschäft, muss man sagen. Sehr, ja. Sehr brav unterwegs. Und nebenbei musikalisch mit den Krumbachern. Vollkommen richtig. Seit 1. Mai heuer bin ich bei den Krumbacher der Sänger. Und ja, läuft recht gut, ist recht witzig. Ich bin zufrieden. Bist sehr zufrieden, ja, macht dir Spaß. Und du hast ja auch ein Solo-Projekt, oder? Du warst ja, bevor es zu den Krumbachern kam, warst du als Alleinunterhalter, als Schlagersänger auf den Bühnen unterwegs und bist noch? Ja, bin ich auch noch immer zeitweise. Wir haben ja gerade erst unlängst selbst gemeinsam einen Auftritt gehabt, da waren wir zusammen planschen waren wir in der Therme, mit, in der Therme mit Herrn Lüsenflitz. Nur ich habe keinen Platz mehr gehabt. Nein, das muss so sein. Nein. Es war schon recht unterhaltsam. Na, passt schon. Ja, dafür ist dann ja wohl ein Platz gefunden im Kinderbecken. Ja. Ich bin natürlich viel unterwegs mit den Krumbachern, aber eben natürlich auch solo durch und eben, wenn ich Zeit habe, bin ich natürlich gerne durch, so wie du. Heißt VolksTV, Krumbacher und voll André Dossi Solo-Programm. Voll eingeteilt. Ja, so ist es. André, in 12 Tagen haben wir Weihnachten. Ja. Wie feiert ein André Dossi Weihnachten ganz brauchtümlich zu Hause, traditionell? Ja. Ich weiß zwar noch nicht genau, was heuer ansteht, aber normal, so wie du sagst, ich stehe in der Früh auf, ich schmücke meinen Baum, isst Keks, trinke Glühwein und wenn ich es da noch schaffe, dann ist Bescherung auch noch. Heuer, wie gesagt, erspare ich mir einiges, da nur ich allein bin. Ja, wer weiß, also wir können ja da jetzt eine Anzeige aufgeben. Aber auch wenn, Dossi sucht Frau. Aber auch wenn jetzt noch wer kommen würde, die kriegt dann nicht so viel, weil das ist dann viel zu kurz noch. Ach so. Naja, die kriegt dann nur was Kleines. Die kriegt was. Und eins, André, das müssen wir ja sagen. Du bist ja nicht gelernter Musiker, nicht gelernter Moderator, sondern gelernter Koch. So, da haben wir letztes Mal schon ein bisschen Spaß gemacht. Lieber André, wirklich, bist du noch immer wieder am Herd zu finden oder zurzeit einfach musikfahrermäßig im Programm? Auch wieder, da ich ja alleine bin. Aber kochen tut immer für zwei, kommt mir vor. Nein. Ja, ist ja. Also ich bin allein, wenn man es gewohnt ist, oder? Ich koche halt und dann bleibt halt nicht viel über. Ja, die Mama hat immer gesagt, aufessen. Und das immer ist die Mama schuld. Immer ist die Mama schuld. Nein, Mama, schau, sie hat zu. Scherz an jetzt, du hast Koch gelernt, ja? Ich habe Koch gelernt. Ich habe es 15 Jahre lang auch gemacht. Ich war 9 Jahre Küchenchef. Und ich koche schon daheim auch noch. Also jetzt gerade haben wir mit den Krumbacher ein Probenwochenende gehabt, letztes Wochenende. Und da habe ich dann auch gekocht für uns alle, Chili con Carne. Boah. Also ich kann schon noch kochen, ich denke schon. Also, ja. Verlernt man das, oder? Nein. Also es gibt Köche, die können es bis heute nicht. Ich hab's glaube ich, mal recht gut kennen und ich kann es auch heute noch. Also ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehabt. Heißt André, du kochst zu Weihnachten dann auch für dich selbst, für die Mama ein bisschen? Ne, Weihnachten ist bei uns dann wieder eher das Raclette, hab ich gesagt. Also Raclette. Da auch bei mir, im Endeffekt auch für mich, aber nur so am Tisch, so ein bisschen dahin braten. Dieses Essen, wo man 3 Stunden isst und das Gefühl hat, man ist nie satt. Ne, eher umgekehrt. Mir kommt vor, ich bin bald einmal fertig, aber ich könnte dann eine Stunde später schon wieder hinsetzen. Ja, stimmt, ja. Das ist sehr verlässlich. So. Aber es ist generell so. Ich war heute mit dem Herbert, unserem lieben Regie-Producer, essen. Und er isst ja wie ein Vögelchen, gell? Wir haben eine Platte für 2 Personen bestellt. Da ist nur mal so ein Stück Fleisch drauf gewesen, gell? Aber genau so ein Stück Fleisch hat der Herbert gegessen und mehr nicht. Mehr nicht, gell? Der Rest, ja, hab ich mir wissen, der da abgefahren. Ja, also man weiß, woher das alles kommt.
Ja, harte nicht Arbeit. Von ungefähr. Harte nicht, Arbeit. Nicht von ungefähr. Aber André, ich glaube, wenn man dann sagen, du würdest eine Frau suchen zum Kuscheln, kochen du das selbst daher, singen du das selbst daher. Also, was Besseres gibt's ja nicht. Ja. André, 12 Tage hätten wir noch Zeit bis Weihnachten. Ja, ja, einfach Bewerbung schicken. Bewerbung an Volks Office. Ich sortiere die zwei dann aus. Achso, ja, wir machen so eine Castingshow. Nein, eine Castingshow. Ja, Bauer sucht Frau, oder wie? Nein. Ja, das ist sucht Frau. Ich habe gestern, hab gestern 20 Minuten gedacht, ich schaue Planet auf, und dabei war es noch Bauer sucht Frau. Das hast du gesagt. Ja, das hast du gesagt. Das verstehe ich. Ja, so, André. Also bald ist es soweit, bald bist du eh wieder hier, in wenigen Minuten beim Volksquiz. Und die wollen dich alle singen hören. Also in der Regie bietet mich jeder, du solltest singen. Nee. Singen, denn wir haben ja, stimmt ja, ist ja gute Überleitung, wir haben ja auch CDs heute von dir in der Volksbox zum Verlosen. Ja, deswegen. Schauen Sie, liebe Zuseher, so sehen die CDs aus vom Herrn André Dossi und die gibt es ganz exklusiv nur bei uns zu gewinnen. Ja, was darf ich mit euch erwarten? Schlager. Schlager. In mehr oder weniger jeder Form, da ist volkstümlicher Titel drauf, es ist munter Titel drauf, es ist auch schöne Ballade drauf, es ist Tanzmusik. Also, ich habe, glaube ich, ein recht gutes... Eine gute Mischung zusammengebracht bei diesem Album. Ja, schön. Und ein Zuseher, beziehungsweise vielleicht sogar mehrere, können sich da heute drüber freuen. Kinder darum, oder? Ja, irgendwie ist heute ein Geschrei wieder. Ich weiß nicht, Daniel André, hat seine immer... ganzen Kinder heute. Tja, oder das du. Sind nicht wenig. Oder du. Ja, ja. Jetzt. Ach, André. Was soll ich so, da dann raus? Sind wir schon fertig, oder? Könnten wir rausgehen, Regie? Eine Frage hätte ich dennoch, ja, André. Bitte. Wir sind jetzt, glaube ich, die ältdienendsten Moderatoren bei VolksTV. Du warst dich sogar vor mir noch? Ja, ich wollte gerade sagen, ich im bin Programm. Du bist der Älteste. Wie man das sieht. Ja? Na ja, aber wir, du bist, glaube ich, zwei Wochen später bin ich dann nachgekommen. Ja, jetzt sind wir schon 1,5 Jahre da. Seit Juni vorigen Jahres bin ich hier. Also Zeit vergeht, Zeit gell? Aber ja, anscheinend dürfen wir nicht so schlecht sein. Obwohl uns zwei... Oder sie finden keine besseren. Oder uns zwei haben ja. Hatte ein lieber Herr auf Facebook hat uns zwei einmal die zwei Spacken genannt. Die zwei Spacken, ja. Ja. Liebe Grüße. Fragt sich nur, welche Spacken meint. Welche Spacken? Ja, als sehe ich aus wie ein Spacken. Nein. Also, ja, eher André, wie ein Specken. Ja, weiß ich nicht. Also zu mir hat mal einer gesagt, wir werden wie dick und doof. Du kannst jetzt denken, wer da doof ist. Nein, Spaß. So, ja, André. Jetzt ist die Frage, wer mit wem besser leben kann. Ja, mit doof ja, oder stimmt. Ja, gut. Lass uns so stehen. Lass uns so stehen, bevor noch mehr Blödsinn rauskommt. Ja. Also 17:15 Uhr. 17:15 Uhr. Quiz Nummer 1. Ich bin wieder in meiner normalen Montur. André Dossi, ja. Aber passt ja auch gut. Also, der noble Dossi steht. Nobel, das ist ein normaler Pullover. Ach so, ja. Ich dachte, es ist ein Vorhang. Nein, Spaß jetzt. Nein, jetzt lassen wir das so. Nein, komm. André, wir sind ja wirklich gut befreundet. Das gehört dazu. Die Leute wollen, dass ich der Steirer und der Kärntner ein bisschen so. Du weißt schon was. Das ist einfach. Ja, weißt du, das waren diese Personen, die dann gedacht haben: Ach, es gibt ja Kärnten auch noch, jetzt brauchen wir uns für nichts mehr genieren. Da ging mal ein Steirer nach Holland, da hat diese großen Windräder gesehen, gell? Ja. Hat er gesagt, beißt der Deiper, der Hund will den Strom fressen. Ah ja, schön. Weißt du eigentlich, was in Kärnten der schönste Platz ist? Weißt du das? Was? Im Dundl. Die Stelle, wo steht, auf Wiedersehen in Kärnten, willkommen in der Steiermark. Nein, Spaß. So, lieber André, jetzt lass mal. Ja, siehst, der Punkt geht an mich, aber du kannst beim Quiz noch aufholen. Da hol ich sicher noch. Da holst du noch sicher auf. Also André, wir sagen danke jetzt. Ich sag danke für diese wunderbare Interaktivsendung mit André Dossi mal ganz anders, ganz persönlich. Ja. Also jetzt wissen wir vieles, liebe Zuseher. Er kocht sie ein, nicht nur zu Hause, sondern gleich beim Volksquiz. Vielen Dank. Ja, ist so. André, du bist für alles zu haben. Es ist einfach so. Und wenn Sie nicht den Volksquiz verfolgen möchten, das tun Sie aber bestimmt, denn mit André ist immer lustig, dann sehen wir uns wieder um 20 Uhr bei der Volksbox. Da gibt es vieles zu gewinnen, und zwar CDs von meinem lieben Kollegen André Dossi und vieles, vieles mehr. Es gibt heute ganz viele Gewinner. Es ist ja gleich Weihnachten. In diesem Sinne, Dankeschön, schönen Nachmittag noch. Und genießen Sie weiterhin noch unsere Musik im Programm. Lieber André, du kannst eigentlich gleich übernehmen. Wann bist du wieder hier? Na, jetzt habe ich noch. 20 Minuten habe ich noch. 20 Minuten. Viertel. Was machen wir in 20 Minuten oder in diesen 20 Minuten? In diesen 20 Minuten gehe ich jetzt natürlich mich umziehen in die Maske, weil ich bin ja nicht einmal in der Maske gewesen. Rasieren zahlt sich nicht mehr aus heute, aber sonst bin ich hier fertig. Dann bist du fertig. Okay, wir sind mal fertig für heute Nachmittag. Gleich geht's weiter mit Volksquiz André Dossi. Vielen Dank, liebe Zuseher. Es war ja immer ein richtiger Spaß, aber heute ganz besonders mit meinem lieben Kollegen aus dem Kärntner Land. Und in diesem Sinne, bis 20 Uhr. Wiederschauen. Dankeschön. André Dossi.